Guten Abend und herzlich willkommen zu den Krisengesprächen von Finanzwende. Ich sehe gerade, dass sich noch einige Leute einwählen. Deswegen ist es ganz gut, wenn ich einfach kurz die Agenda für heute Abend schon mal vorstelle, solange weitere Leute sich zuschalten. Mein Name ist Gerhard Schick. Ich bin Vorstand von der Bürgerbewegung Finanzwende, einer Organisation, die sich um stabilere Finanzmärkte, faire Zustände an Finanzmärkten bemüht. Ich werde heute kurz zum Einstieg vorstellen, was wir so während der Corona-Krise als Finanzwendeorganisation machen. Dann kurz meinen heutigen Gesprächspartner vorstellen, den ich hier schon ganz herzlich begrüßen will, Jan-Peter Krahn. Ich freue mich sehr, dass wir die Möglichkeit zum Austausch heute haben und will dann noch ein, zwei Sätze zum technischen Ablauf sagen. Das wird nur wenige Minuten dauern. Dann kommt der Impulsvortrag Corona und Risikoteilung, ein europäischer Equity Fund von Professor Krahn. Dann werden wir zu zweit uns unterhalten und im letzten Teil werden wir dann Fragen aus dem Chat aufgreifen. Das ist dann die Möglichkeit, wo alle, die hier eingewählt sind, auch mitdiskutieren, mitsprechen und Fragen stellen können. Ganz kurz zu den Aktivitäten von Finanzwende, dieser Situation, die ja sehr besonders ist in der Auseinandersetzung mit diesem Virus, hat es natürlich die Wirtschaft auch getroffen. Das ist nicht die erste Sorge, das ist, bleibt und ist die Gesundheit. Wir beschäftigen uns mit den Auswirkungen auf den Finanzmarkt und haben dazu ein Logbuch, etwa im Wochenformat, zu aktuellen Fragestellungen Stellung genommen und auch versucht, die zu erklären. Wir haben eine Timeline erstellt, weil diese vielen Maßnahmen, die Zentralbanken und Regierungen in den letzten Wochen verkündet haben, ja teilweise gar nicht mehr nachzuvollziehen sind. Hier ist die Möglichkeit, das laufend aktualisiert nachzuverfolgen. Und wir haben die ein oder andere Kampagne gestartet, jetzt gerade in diesen Tagen eine Aktion, die sagt, wenn der Staat Unternehmen retten soll, dann soll er auch ein paar Bedingungen stellen, zumindest, dass der Steuerzahler nicht auch noch geschädigt wird, indem das Geld in Schattenfinanzzentren oder Steueroasen wandert oder gegen Klimaziele verstoßen wird. Heute begrüße ich ganz herzlich bei uns Jan-Peter Krahn. Wir sind uns in den letzten Jahren immer wieder begegnet, haben immer wieder den Austausch gefunden und gesucht, weil uns beide das Thema Finanzmärkte beschäftigt. Jan-Peter Krahn ist Professor für Kreditwirtschaft und Finanzierung an der Goethe-Universität in Frankfurt. Und er leitet zwei Organisationen, das Center for Financial Studies und das Leibniz-Institut für Finanzmarktforschung, was sich mit dem schönen Namen SAFE schmückt, nämlich Sustainable Architecture for Finance in Europe. Und da versucht eben Forschungsfragen auch so aufzubereiten, dass sie wirklich relevant sind für das politisch, für die politischen Entscheidungsträger. Es geht also da auch darum, die Forschung auch in den politischen Raum zu transferieren und politiknahe Forschung auch zu betreiben, was gerade in Finanzmarktfragen ja sehr wichtig ist. Und bevor er sich auf den Weg in die Wissenschaft gemacht hat, hat er erstmal ganz ordentlich eine Banklehre gemacht. Das schadet ganz sicher auch nicht. Wir sind uns in der Zeit begegnet auch, als Jan-Peter Krahn Mitglied der ISIN-Kommission war, die nach der Bankenkrise 2008 ins Leben gerufen wurde von der Bundesregierung, um Vorschläge für eine Reform der internationalen Finanzmärkte zu machen. Und er war dann in einer Kommission, die auf der europäischen Ebene Mitglied, die den europäischen Bankensektor reformieren sollte. Daraus ist dann nicht alles so umgesetzt worden, wie vorgeschlagen aus der Wissenschaft, aber das ist, glaube ich, heute nicht unser Thema. Da kamen dann noch mal ein paar europäische Großbanken dazwischen, die diesen Vorschlag nicht so gut fanden. Ja, ganz kurz noch zum technischen Ablauf. Wir eingangs diskutiert haben und dann übergehen zur allgemeinen Diskussion, gibt es zwei Möglichkeiten, Fragen zu stellen. Das können Sie, das könnt ihr auch schon während des Vortrags und während unserer Panel-Diskussion machen. Technische Fragen bitten wir in den Chat zu stellen. Da kann man einfach das Chatfenster im Kontrollpanel von Zoom öffnen. Wir versuchen dann direkt Hilfestellung zu geben, wenn es irgendwelche technischen Probleme gibt oder Fragen, wo man bestimmte Informationen finden kann. Für die inhaltlichen Fragen und Beiträge zur Diskussion, die wir nachher hier haben, bitte das F&A-Fenster öffnen, Fragen und Antworten, dort das entsprechend reinschreiben. Wir
versuchen dann so viel wie möglich Fragen aufzugreifen, sie vielleicht auch ein bisschen thematisch zu bündeln, soweit das möglich ist, damit wir möglichst viele Aspekte heute beleuchten können von denen, die Sie und euch interessieren. Wir werden es nicht ganz schaffen, alle aufzurufen, aber ich bemühe mich so viel wie möglich. Ja, und damit kommen wir zu dem Impuls von Jan-Peter Kranen. Nochmal herzlich willkommen und bitteschön. Ja, lieber Herr Schick, lieber Gerhard, ganz herzlichen Dank für diese Einladung, hier zu sprechen, bei euch bei Finanzwende zu sprechen. Bei der Einleitung wurde gesagt, der Verein beschäftigt sich damit, wie Finanzmärkte stabiler werden können. Und das ist auch das Thema, mit dem wir uns sehr beschäftigen. Das wurde ja schon einleitend gesagt. Hier unser Leibniz-Institut, neu gegründet, erst seit ein paar Monaten wirklich aktiv, noch im Aufbau, hat aber schon jahrelange Erfahrung als ein Forschungsprogramm an der Goethe-Universität und das sich jetzt sozusagen ein bisschen absondert und seinen eigenen Weg geht, in enger Zusammenarbeit mit den Wissenschaftlern natürlich. Wir werden selbst viel Forschung treiben in diesen Themenfeldern, über die ich heute erzähle. Und aber gleichzeitig diese Brücke versuchen, in die Politik zu den Menschen, die in der Verantwortung stehen und Entscheidungen treffen müssen und die gerne sozusagen einen Rat wollen, der jetzt nicht interessengetrieben ist. Und das ist das, was wir versuchen. Und ich denke, das ist eine Sache, was uns auch sozusagen zusammenbringt, hier Finanzwende und uns, das Anliegen, dass man hier in dieser Gesellschaft was verbessern kann, wenn man nachdenkt über Institutionen, über deren Gestaltung. Die prägen das, was an den Finanzmärkten passiert, über lange Jahre. Und darum wird natürlich von vielen Interessengruppen gekämpft und wir wollen Teil davon sein, sozusagen Gesellschaftsvertreter, wenn man so will, und bemühen uns um ein möglichst gutes Verständnis dessen, was wir sehen, bevor wir Vorschläge machen. Darüber will ich heute etwas berichten, nämlich über die aktuelle Krise. Es wäre vielleicht schön, wenn wir nächste Folie aufschlagen könnten. Das ist so mal ein Bild, mit dem ich beginnen möchte, das erzählen soll, was wir für eine Finanzkrise jetzt eigentlich haben. Die ist anders. Wir haben ja noch gar keine Finanzkrise, muss man eigentlich sagen. Wir haben ja noch eine Wirtschaftskrise. Und was ich eigentlich sagen will, ist, wir bewegen uns auf eine Finanzkrise zu. Deswegen habe ich die Folie überschrieben, eine Finanzkrise im Schneckentempo. Das ist ganz klar anders als 2008 oder 2007, als die Finanzkrise wie ein Blitz über uns kam. Da war ein Ereignis, das eine enorme Ansteckungskraft hatte. Und dieses Ereignis damals, der Lehman-Zusammenbruch, war eine Bank, war im Finanzsektor, der dann sozusagen gestützt werden musste und so weiter. Sie kennen das alle noch, diese Geschichte. Und darüber haben wir ja auch schon viel geredet und nachgedacht. Diese Krise ist eine andere. Sie kommt sozusagen behutsam daher, kann man fast sagen, in der Zeitachse langsam. Es geht los auf dem Schaubild links. Alles passiert im Unternehmenssektor. Ausgelöst von der Pandemie gibt es diesen Lockdown, die Schließung von wirtschaftlichen Aktivitäten, nicht nur in Restaurants und Marktplätzen und Fußballstadien, sondern natürlich auch im Produktionsbereich, in den großen Fabriken insbesondere. Die Mitarbeiter können nicht mehr zusammenkommen, die Produktion kann nicht stattfinden. Die Vorprodukte, die man vielleicht braucht, um ein Endprodukt zu erzeugen, können nicht geliefert werden. Die kommen vielleicht aus anderen Ländern oder Regionen, die auch geschlossen sind. Die Absatzmärkte haben sich verändert. Es werden kaum noch Automobile gekauft. Es wird nicht mehr in Restaurants gegangen. Also all diese Dinge finden im was ich hier Unternehmenssektor nenne, auf der linken Seite der Folie statt und führen dort zu einem schockartigen Ausbleiben von Geld, von Liquidität und damit sofort mit einem Auftreten diverser Probleme, die eigentlich sehr, sehr viele Betriebe in diesem Sektor ganz schnell in eine Insolvenz treiben müssten. Das sieht natürlich die Politik, das sieht die Gesellschaft. Von allen Seiten werden nun Rettungsangebote gemacht, Unterstützung, Überbrückungsangebote. Ganz prominent in Deutschland natürlich das Kurzarbeitsgeld, was es ermöglicht, die Produktion runterzufahren, ohne die Mitarbeiter zu entlassen, aber dennoch der Tatsache Rechnung zu tragen, dass man letztlich gar nicht mehr produzieren kann oder nicht mehr im alten Umfang. Dieses Problem im Unternehmenssektor wird also ganz stark durch staatliche Hilfen verschiedener Art versucht zu überbrücken, zu heilen letztendlich. Das findet teilweise durch direkte Unterstützung statt, Staat an Unternehmen, Stichwort Kurzarbeitsgeld.
oder eben indirekt, indem von staatlicher Seite besondere Hilfsprogramme über die Banken gestartet werden. Oft sind das Garantiezusagen, die den Finanzsektor, den Bankensektor motivieren sollen, Kredite nicht zu kündigen oder sogar neue auszulegen und damit die Liquiditätsprobleme in der Unternehmenssektor zu überbrücken. Ja, das ist der Gang, der erste Gang der Dinge. Der zweite Gang der Dinge ist, dass dennoch im Laufe der Monate sich die Existenzprobleme im Unternehmenssektor verstärken, dass diese Existenzprobleme, die wir heute schon, von denen wir schon heute natürlich wissen und ständig hören, sich auf mittlere Sicht im Bankensektor niederschlagen werden. Die dort herausgegebenen Kredite werden sozusagen faul werden oder einige davon oder vielleicht auch viele davon und das bei allen Banken gleichzeitig und das nicht nur in Deutschland, sodass auch die Banken auf mittlere Sicht vor einem großen Solvenz- und Ertragsproblem stehen, vor einem Existenzproblem. Und da wird spätestens dann der Ruf laut werden, wie können wir das Los für die Banken erträglicher machen? Denn es handelt sich doch hier schließlich um eine, wie heißt das so schön, ein exogener Schock, ja, eine Pandemie, für die niemand was kann, der hier sorgfältig seine Wirtschaftspläne vorher gemacht hat und doch alle so erwischt. Also wird es auch über kurz oder lang wieder zu Hilfeleistungen an Banken kommen müssen, um die zu stabilisieren. Wir sind wieder in diesem Kreislauf, den wir ja in der letzten Finanzkrise auch schon mal hatten, der aber ganz anders aufgebaut war, der gar nicht so langsam ging, wie das jetzt der Fall ist. Und wenn ich die nächste Folie bitte, mir anschaue, was wir da eigentlich leisten im Moment, dann habe ich das jetzt mal in drei Schritte gegliedert. Und der erste Schritt ist, das, was hier an Hilfsprogrammen läuft, dessen Volumina ja schreckenserregend sind und auf europäischer Ebene im Moment gerade definiert werden, also die Beträge, über die man dort redet, gehen ja in die Billionen, also 1000 Milliarden, die dort diskutiert werden und das auf nationaler Ebene kommen nochmal ähnliche Beträge dazu, jedenfalls hier in Deutschland. Das sind also riesige Geldprogramme, die im Wesentlichen und fast ausschließlich über Kredite gehen, über das Ausleihen von Geld, meistens über den Bankenapparat, manchmal über Förderinstitutionen an die Unternehmen, wie ich das eben schon aufgezeichnet habe. Und dadurch haben wir aber diesen, ich nenne es mal hier Teufelskreis, die Unternehmen bauen zusätzliche Schulden auf in der Krise, wo sie das eigentlich gar nicht vertragen können. Das bedeutet für die Banken ein wachsendes Existenzrisiko. Und letztendlich, wenn die Banken gestützt werden sollen, von ihren nationalen Staaten, ihren Regierungen, bedeutet das auch ein Existenzrisiko für die Länder, für deren Zahlungsfähigkeit. Ja, vielleicht nicht so in Deutschland, aber in anderen Ländern, die schon zu Beginn der Krise hochverschuldet waren, wie etwa Italien, ist das ein riesiges Problem. Wo sollen sie diese Gelder hernehmen, die sie dann auf den Staatsschulden hinzuaddieren und ja irgendwann eines Tages wieder zurückzahlen wollen? Das ist der erste Schritt. Die Hilfsprogramme, die wir heute haben, sind zum großen Teil über Fremdfinanzierung, über Schulden ausgelegt. Und das ist das erste Problem. Das zweite Problem, was wir haben, ist, dass die Hilfsprogramme, die wir heute sehen, ganz überwiegend, jedenfalls im Moment noch, national zugeschnitten sind und zwischen den Nationen erhebliche Größenunterschiede haben. Also wir haben hier den Luxus, sage ich jetzt mal, hier in Deutschland, in einem Land mit starker fiskalischer, steuerlicher Kraft zu leben, die sich im Grunde jedes beliebige Rettungsprogramm sozusagen leisten kann im Moment und das auch tut. Deshalb haben wir hier viele hundert Milliarden an Rettungsgeldern, die in der einen oder anderen Form derzeit eingesetzt werden können. In anderen Ländern, jetzt wieder Beispiel Italien oder Spanien oder Griechenland oder Portugal, sind diese Gelder viel weniger vorhanden, viel schwächer einsetzbar. Und man muss befürchten, dass sich innerhalb der Krisenzeit die wettbewerbliche Stärke der Länder auseinanderentwickelt. Und zwar so auseinanderentwickelt, dass das eine Sprengkraft innerhalb der, mindestens mal innerhalb der Eurozone entwickeln kann. Und das, der dritte Bullet Point hier auf der Folie, wo Entschärfungsstrategie steht, ist der Vorschlag, den ich hier unterbreiten möchte. Nämlich, wir sollten aus dem ersten Problem der Schuldenbasiertheit lernen, andere Finanzierungsinstrumente zu verwenden, nämlich solche, die vom Charakter her Eigenkapital ähnlich sind
und weil sie Eigenkapital ähnlich sind, nicht diese existenziellen Sorgen bei den Banken und den Staaten auslösen müssen. Und zweitens, wir sollten uns bemühen, unsere Schuldenprogramme möglichst umfangreich europäisch zu koordinieren und im Umfang her deutlich an der Problemlage der Länder auszurichten, nicht an ihrer Steuerkraft, die sie vielleicht momentan haben. Bitte die nächste Folie. Wenn man sich anschaut, wie Europa aufgebaut ist, wird man sehr schnell sehen, dass wenn wir ein erfolgreiches Hilfsprogramm haben wollen, müssen wir uns an die Klein- und Mittelindustrie und kleine und mittlere Unternehmen, KMUs, richten, denn die dominieren die Wirtschaftskraft in den meisten europäischen Ländern ganz deutlich. Es sind nicht die großen Aktiengesellschaften, sondern eben die mittleren und kleineren Unternehmen, die die meisten Beschäftigten haben, Wertschöpfung machen und so weiter. Ja, das ist sicherlich für uns alle bekannt, aber man muss es sich nochmal ins Gedächtnis rufen, wie ausgeprägt die Rolle der KMUs ist, an die wir uns so ohne weiteres mit Kapitalmarktinstrumenten nicht wenden können. Nächste Folie bitte. Deswegen ist das hier unser Vorschlag in einer grafischen Darstellung. Wir schlagen einen, wir nennen das europäischen pandemischen Eigenkapitalfonds, das ist dieser blaue Kasten oben, vor, der refinanziert ist wie alle Rettungsprogramme letztendlich, aber der folgenden Trick hat. Ja, und jetzt schauen wir uns das Bild in Uhrzeigersinn an. Das heißt, der Kreislauf geht von oben los, geht dann erst nach rechts und später nach links wieder oben hoch. Der Kreislauf besagt, das Geld dieses Fonds fließt an die KMUs, an die Unternehmen, die unten eingezeichnet sind, und zwar in Form von Geldmitteln, die ohne Auflage einfach so sozusagen vergeben werden, allerdings gebunden sind an die Vorstellung, dass die Unternehmen, denen man da hilft und Geld zukommen lässt, eine wirtschaftliche Zukunft nach der Krise haben können. Wie das geht, darüber können wir später vielleicht nochmal mit Fragen nachdenken. Also an die, ich sag mal, an die besseren Unternehmen gehen diese Mittel. Und im Gegenzug verpflichten sich die empfangenden Unternehmen, dass sie in Zukunft bei Gewinnen, die sie realisieren, einen Prozentsatz davon an diesen Fonds abtreten. Das ist so, als würde man Steuern erheben oder Dividendenzahlungen abführen aus den zukünftigen Erträgen an diesen Fonds. Ja, deshalb ganz im Kurzschnitt würde man sagen, Steuereinnahmen auf der einen Seite kompensieren sozusagen die Geldmittel, die da fließen. Die Steuereinnahmen muss man hier in Anführungsstriche setzen, weil das ja nicht vom Staat vereinnahmt wird, sondern von dem Fonds. Aber das Bild, glaube ich, ist klar. Bitte die nächste Folie. Das hätte nämlich die Implikation, die Wirkung, die wir uns für ein stabileres Finanzsystem, das, was Gerhard Schick eingangs ja sagte, auch wünschen. Nämlich erstens, wir würden den Teufelskreis zwischen Unternehmensfinanzierung mit Krediten, Schwächung der Banken, Schwächung der Regierung durchbrechen. Wir würden durch diese eigenkapitalähnlichen Gelder nämlich die Verschuldung der Unternehmen senken und damit auch die Ausfallrisiken der Banken senken, relativ zu einem gleich großen Kreditprogramm, was man machen würde. Und zweitens, wir würden über den Fonds eine Beteiligung der Parteien, die diesen Fonds finanzieren, das sind also im Wesentlichen die Staaten Europas, eine Beteiligung an dem Wiedererstarken Europas im wirtschaftlichen Sinne ermöglichen. Ja, also dieser Equity-Fonds hat ja eigenkapitalähnliche Erträge, Gewinnanteile, und an denen partizipiert dann Europa ebenfalls, nachdem es jetzt in der Krise sozusagen sich auch an den Problemen beteiligt. Wir können hier weitgehend abschließen. Ich habe alles gesagt. Nein, gehen wir nochmal zurück. Gerne weiter. Ich wollte sagen, hinter dieser Empfehlung liegt eine Reihe von Papieren, die Sie nachlesen können, wenn Sie auf die Seite Safe Frankfurt gehen, finden Sie diese Arbeitspapiere, die genauer erklären, was ich gerade versucht habe darzulegen. Und da möchte ich schließen und gebe zurück an Gerhard Schick. Ja, herzlichen Dank. Ich habe direkt ein paar Rückfragen, auch zum Verständnis, vielleicht für alle hilfreich. Die eine Frage ist, ich gehe mal in diesem Kreislauf sozusagen erstmal an die linke Seite. Dieser Steuerzuschlag wäre praktisch nicht im Sinne einer erhöhten Körperschaftssteuer für alle Unternehmen,
sondern verstehe ich das richtig, die Unternehmen, die eine Hilfe bekommen, stimmen gleichzeitig zu, dass sie auf ihr zu versteuerndes Einkommen sozusagen, auf ihren Gewinn, einen Aufschlag abführen und dann nicht ans Finanzamt, sondern an diesen Fonds, der ihnen geholfen hat. Richtig. So ist es. Also in dem Grundmodell hatten wir einfach gesagt, wir geben Cash, ja, wir geben Bargeld auf der einen Seite, das ist der rechte Ast, und im Gegenzug erheben wir zur Körperschaftssteuer, zur Gewinnsteuer des Unternehmens einen Zusatz, so ein bisschen wie der Soli, aber eben nur für einzelne Unternehmen, nämlich die, die das Geld empfangen haben. Das müssen sie sozusagen unterschreiben. Und im weiteren Nachdenken wird sehr schnell klar, dass wir nicht so leicht die Finanzämter mit dem Eintreiben betrauen können. Das gibt steuerrechtliche Probleme. Deswegen bleibt es bei der Analogie zu einer Steuerzahlung. Wir werden also, es ist so eine Art Dividende, die eben genauso kalkuliert wird wie die Körperschaftssteuer, in deren Höhe auch aber eben an den Fonds abgeführt wird. Und ich gehe eine Runde weiter nach oben, erstmal zu dem blauen Kasten. Dieser European Pandemic Equity Fund, wäre der bei so einer europäischen Investitionsbank aufgesetzt oder wer würde den organisieren? Würde der selber seine Mittel sich vom Kapitalmarkt holen oder müssten die Staaten da was zusammenlegen? Wäre der Teil eines solchen europäischen Wiederaufbaufonds oder wie muss man sich das organisatorisch und von der Finanzierung vorstellen? Ja, dafür kann man noch mal 3 Folien weitergehen. Die allerletzte Folie auf der Präsentation, die hat da ein kleines Bild dazu. Da ist jetzt mal sozusagen, wenn man so will, die obere Hälfte des Bildes, das eben noch ausgeblendet war. Wo kommt denn dieser Fonds eigentlich her? Für diesen Fonds können wir uns sehr viele Modelle vorstellen. Aber ein, denke ich, vernünftiges Modell würde darauf hinauslaufen zu sagen, der Fonds hat ein gewisses Volumen und dieses Volumen setzt sich zum Teil aus Geldern da zusammen, die direkt von den Mitgliedstaaten erhoben werden, und zwar in einem, ich habe hier geschrieben, politisch akzeptablen Schlüssel, zum Beispiel so wie die Kapitaleinlagen bei der Europäischen Zentralbank oder bei der Europäischen Investitionsbank, EIB, die ja europaweit aufgestellt ist und nicht nur eurozonenweit. Also da geben alle Staaten etwas rein und entweder sie machen das so, dass sie den gesamten Kapitalbedarf dieses Fonds durch staatliche Mittel auffüllen, die dann auf nationaler Ebene erhoben werden müssten durch nationale Schulden letztendlich. Oder wir sagen, in diesem Fonds, und das ist das, was wir in unserem Papier vorschlagen, wird nur ein Eigenkapitalteil auf diese Weise aufgefüllt und der Fonds selber emittiert, also gibt Anleihen raus, die sozusagen am Markt platziert werden können, die aber durch dieses Eigenkapital, was die Staaten aufgebracht haben, eine höhere Sicherheit gibt und so, dass das überhaupt verkaufbar wird am Markt und so, dass sich da im Grunde die freien Spargelder dieses Kontinents dort auch einfinden könnten. Ja, das wäre das zweite, das wäre das meiner Meinung nach praktikable Modell. Das ist aber etwas, was sehr stark diesem politischen Verhandlungsprozess unterliegt, in dem wir jetzt gerade in Brüssel sehen. Deshalb kann man da nur Gestaltungsalternativen anbieten. Könnte die Europäische Investitionsbank das einfach direkt machen oder gibt es irgendetwas, was dagegen spricht von ihren Statuten, dass sie das einfach direkt auflegt? Nein, also es gibt ja durchaus diesen nach dem Juncker-Plan eigene Fonds, die EIB heute schon gewissermaßen abgespalten von sich selbst rechtlich, also als eigenständige Fondsvermögen, aber organisatorisch verwaltet. Und tatsächlich in unserem Papier ist auch die EIB als die organisierende Institution gedacht. Das nimmt sozusagen den Gedanken auf, wie können wir etwas in Europa weit organisieren, aber dann je nach nationalen Gegebenheiten in den einzelnen Ländern durchsetzen und umsetzen. Und das könnte die EIB, die Europäische Investitionsbank, tun. Sie hat Kontakte in alle Länder hinein, weil sie dort ihre Programme auch nicht selbst, hat kein Office hier in Frankfurt oder in Berlin oder so, wo sie selber Gelder vergibt, sondern sie bedient sich der jeweiligen Förderarchitekturen und Strukturen, die die Länder haben. Die ist natürlich, um ein Beispiel zu nehmen, hier in Deutschland mit einem dichten Netz von Förderbanken sehr gut ausgebaut. Hier kann man praktisch jeden Betrieb
mit einer Förderbank erreichen. Und die meisten Betriebe sind bei irgendeiner Förderbank irgendwie bekannt. Wir haben also ein sehr gutes Netz der potenziellen Finanzversorgung über diese Netze, die dann sich wiederum der Hausbanken bedienen, so wie das hier in Deutschland üblich ist. In anderen Ländern ist nicht immer so ein Netz vorhanden. Da muss man nach anderen Wegen suchen, diese Unternehmen zu erreichen. Das kann im Extremfall über die Steuerbehörden passieren, die auch diese Kontakte haben. Die könnten also fast wie eine negative Steuer auch von dort aus gezahlt und wieder eingetrieben werden. Wenn wir nochmal zurückgehen können auf das Bild mit dem Kreislauf, dann gehe ich einen Schritt weiter mit diesen Qualitätsprüfungen und Bedingungen. Das würde mich nochmal ein bisschen mehr interessieren. Also wie soll man da auswählen und welche Bedingungen sollen denn da gestellt werden? Ja. Das ist ja im politischen Prozess immer sehr umstritten, wie stark soll der Staat da sich einmischen und Bedingungen stellen und wie weit auch nicht. Also ich denke, eine große, es ist sicherlich das heikelste Thema überhaupt an dem ganzen Vorschlag in der Umsetzung. Und es findet auf diese ganzen Bedingungen und Qualitätsprüfungen finden nicht auf nationaler Ebene statt. Also ist das Land kreditwürdig oder nicht, sondern auf der Firmenebene statt. Wir reden jetzt ja. Also über die einzelnen Firmen. Und eine große Gefahr eines solchen Programms, ich teile Geld aus und erhoffe mir eine Gewinnrückzahlung, ist natürlich, dass wir eine riesige, was sagt die Literatur, Zombifizierung der europäischen Wirtschaft vornehmen. Ja, jeder Betrieb, der nach Geld schreit, kriegt Geld. Na, und dann werden wir am Ende eine kaum noch wettbewerbsfähige, überlebensfähige Wirtschaft durchgefüttert haben durch die Krise. Das ist sicherlich nicht der Sinn eines solchen Programms, das ist der Sinn gar keines Programms, sondern wir müssen anerkennen, dass die Krise, die wir jetzt durchleben, nicht ein Unfall ist, der, nachdem wir sozusagen unbeschadet alle wieder aufstehen und weiterlaufen, sondern das wird auch unsere Wirtschaftsstruktur verändern. Ja, wir merken das ja selbst in so etwas, wie wir hier durchführen. Wir machen eine wunderbare Konferenz komplett im Netz. Wir können uns vorstellen, dass wenn diese ganze Krise mal vorbei ist, wird es manches an Reiseaktivität und damit auch an Industrie im Reisebereich so nicht wieder geben. Das heißt, da wird es auch Strukturveränderungen geben in unserer Wirtschaft. Der müssen wir Rechnung tragen und können also nicht jedes Unternehmen, das vor der Krise ganz gut funktioniert hat, einfach sagen, die werden auch nach der Krise wieder existieren. Das ist eigentlich die Qualitätsprüfung, die man sich wünscht. Und die durchzuführen ist sicherlich eine schwierige Arbeit. Es gibt aber Vorbilder für so etwas. Und die Vorbilder sind, dass die allererste firmenorientierte Hilfe, die von der Bundesregierung verabschiedet worden ist, ganz am Anfang der Krise, setzte darauf, an Betriebe Gelder auszuzahlen, natürlich Kredite, wie das damals und jetzt auch immer noch üblich ist. Das Kriterium sollte aber sein, dass man im Jahre 2019 beziehungsweise im Durchschnitt der Jahre 17 bis 19 profitabel war. Das heißt, das sollten nur Unternehmen Unterstützung bekommen, die nicht vor der Krise schon Existenzprobleme hatten. Ja, denn wir wollen ja durch das Krisenprogramm die Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaft nicht schwächen, sondern am Ende die Leistungsfähigen stärker machen. Ich will noch, bevor ich Fragen aus dem Publikum aufgreife, noch eine Frage jetzt gar nicht zu dem konkreten Modell stellen, sondern ich fand es spannend, noch keine Finanzkrise, diese Formulierung. Also wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit oder an was können wir denn sehen, wie groß die Gefahr ist? Also manche Leute verweisen jetzt einfach auf eine ganz wackelige Unternehmensfinanzierung in den USA und in Deutschland auch ganz viele verbriefte Unternehmenskredite. Und da kann einem schon tatsächlich schummrig werden, weil der Aufbau an Corporate Bonds in den letzten Jahren schon sehr, sehr schwungvoll gewesen ist. Schon bevor Corona die Wirtschaft getroffen hat, hat die OECD gewarnt davor, dass das durchaus wackelig ist. Also was ist denn so das Basisszenario, mit dem man da rechnen muss? Wann wird es da für Banken eng oder wann wird der Markt für solche Wertpapiere irgendwie ins Rutschen kommen? Ist das etwas, was vielleicht erst in 3 Jahren ist, weil erstmal noch ganz viel Puffer da ist? Oder
ist es eigentlich so wie bei dem Virus selbst, dass alle sagen, im Herbst kommt die zweite Welle? Ja, also vielleicht zuerst mal das Eingangsstatement von Ihnen war ja eben, wie geht es mit den Anleihen, mit den Unternehmensanleihen? Wie geht es mit den Verbriefungen? Als die beiden Signale sozusagen, wo sich Kreditrisiken sehr schön ablesen lassen, ja. Das ist richtig. Aber von diesen beiden wird die Finanzkrise nicht kommen. Denn in beiden Fällen haben wir es hier mit Firmenrisiken zu tun, die wir da sehr gut beobachten können, weil die Instrumente ja am Markt ständig bewertet werden und uns eine Information geben, die wir von den Bankkrediten so nicht kennen und nicht haben. Aber die werden ganz überwiegend außerhalb der Bankbilanzen gehalten. Die sind natürlich in Krisen, die drücken eine Krise aus und die Besitzer dieser Anleihen werden da auch ihre Vermögensverluste erleiden. Aber solange das keine Banken sind, wird das zu keiner Bankenkrise führen, sondern zu einer Vermögenskrise auf der Haushaltsebene. Schlimm genug, aber keine Bankenkrise. Und auch ganz anders als in der letzten Finanzkrise, als 2008, wo eben diese verbrieften Papiere insbesondere in den Teilen, die besonders riskant waren, besonders stark bei den Banken lagen. Ja, und damit ein Risikopotenzial hatten, das damals einfach nur verkannt wurde und auf eine Regulierung traf, die das überhaupt nicht zur Kenntnis genommen hatte. Ja, in damaligen, das wissen wir beide noch, weil wir darüber schon diskutiert hatten, in damaligen Risikoüberlegungen im Banken waren diese Kreditverbriefungen gar nicht, tauchten da gar nicht besonders auf. Heute ja, wir haben eine veränderte Regulierung in den Jahren, letzten 10 Jahren sozusagen erlebt, die diesen Verbriefungsrisiken großes Gewicht beimisst und sehr starke Anreize gesetzt hat, die außerhalb der Bankbilanz zu platzieren, also genau die Risiken auszulagern. Und ich denke, in dem Maße, in dem das passiert ist, ich kann das jetzt nicht empirisch so genau beobachten, aber wie das passiert ist, ist der Bankensektor jetzt eigentlich verschont davon. Ja, und das ist ein großer Fortschritt. Bei Unternehmensanleihen ist das ohnehin der Fall. Es wäre, denn Banken würden Unternehmensanleihen kaufen, das ist aber eher selten der Fall. Dafür haben sie ihr Kreditinstrument. Und viele dieser Risiken werden eben dann ausplatziert. Die Risiken kommen diesmal für die Banken aus einer anderen Ecke, nämlich aus der Ecke ihres Altbestandes an Firmenkrediten. Mhm. Und dieser Altbestand, der eigentlich gut beobachtet und solide ist, der kriegt einen Schlag dadurch, dass die Unternehmen, die diese Kredite bedienen müssen, plötzlich in Schwierigkeiten kommen, für die wir nicht wirtschaftliches Unvermögen verantwortlich machen müssen, sondern eben diesen plötzlichen Ausfall von Möglichkeiten zu verkaufen oder zu produzieren, während die Kosten eben weiterlaufen. Das ist der Risikofaktor und der kommt so langsam daher, weil es jetzt noch eine Reihe von Monaten vielleicht geben wird, wo viele mittlere und kleine Unternehmen sich irgendwie durchfüttern können. Sie haben Kassenreserven, also liquide Bestände. Sie haben nicht ausgenutzte Kreditlinien, die sie alle in Anspruch nehmen werden, um die Ausgaben und Auszahlungen leisten zu können. Aber während sie das tun, wächst und wächst ihr Schuldenstand. Und die Ertragsaussichten wachsen ja nicht mit. Die vertagen sich, die schieben sich in die Zukunft. Und je nachdem, wie schnell die Wirtschaft wieder anspringt, wenn sie irgendwann wieder, wird ihnen wieder Erträge dagegen stehen. Aber die aufgehäuften Ausfälle werden nie wieder reinkommen. Ja, ich rede jetzt nicht von den Unternehmen, die jetzt einen riesen Boom machen, weil sie, was weiß ich, irgendwelche Medikamente herstellen, die plötzlich hochgefragt sind. Ja, klar. Sondern eher das Durchschnittsunternehmen. Und von daher wächst da eine mit den Wertberichtigungen, die in dem Bankensektor langsam realisiert werden, das hat immer Verzögerungswert. Also ich rechne damit, dass im Herbst da ganz andere Zahlen der Problemlage aufgerufen werden, als das noch im Sommer oder gar heute der Fall ist. Ich gehe zu den vielen Fragen, die uns schon erreicht haben. Nochmal kurzer technischer Hinweis. Es gibt 2 Wege, Fragen einzuspeisen. Beide kommen bei uns an. Wir bitten die technischen Fragen, also zu einzelnen Folien oder wo man was finden kann, im Chatfenster zu stellen, das sich im Kontrollpanel von Zoom befindet. Und wir versuchen dann möglichst viel direkt davon zu beantworten. Und inhaltliche Fragen, das haben einige auch schon gemacht, in dem F&A-Fenster zu stellen. Und ich werde jetzt gleich beginnen, die vorzulesen, ein bisschen zu bündeln
und wir versuchen, so viel wie möglich dran zu nehmen. Ich starte mit dem Thema politische Umsetzbarkeit des Vorschlags. Es sind mehrere Fragen. Ich lese die einfach mal in der Summe vor. Sie gehen in eine ähnliche Richtung. Fragt, ist dieses Modell in der Politik ein Thema? Wie groß ist die Chance einer Verwirklichung? Fragt, welche Feedbacks gibt es bisher zu dem Konzept von Politik und Bankensektor? Fragt, wird die Idee ernsthaft in der EU, in der Finanzpolitik Europas diskutiert? Ja, also das ist eine sehr gute Frage. Das ist das, was mich auch am meisten beschäftigt. Ja, wie kriegen wir Gehör für etwas? Und um das mal etwas breiter einzubinden, schon seit längerer Zeit, seitdem ich eigentlich in diesem Feld der Politikberatung mich bewege, und Gerhard Schick hat ja erzählt, wann das losgegangen ist, nämlich direkt 2008, habe ich zunehmend gelernt, dass das Hauptproblem einer Entwicklung einer Idee und einer Umsetzung einer Idee gar nicht mal darin besteht, eine Idee zu haben. Oder eine Stimme zu haben, laut zu sprechen, eine Meinung zu äußern und so weiter, sondern ein Ohr zu finden, ja, einen Zuhörer zu finden, der auch noch einflussreich ist. Denn man muss sich die entscheidenden Personen in so einem Setting, das sind am Ende wenige, abzählbar viele Personen im Finanzministerium oder in der Europäischen Kommission, die am Ende so durch solche Programme konzipieren, die haben auch eine sehr begrenzte Aufmerksamkeitsspanne und achten nur auf das, wo sie Vertrauen haben, Leuten, denen sie vertrauen. Und deshalb ist der Hauptpunkt, wie erreiche ich mit einer Idee durchzudringen? Ich brauche ein Vertrauensverhältnis zu den Personen, die gerade ein Projekt entwickeln, eine Idee konzipieren. Das schicke ich mal voraus. Und da haben wir uns natürlich sehr versucht aufzustellen als safe, auch mit Dauerkontakten in verschiedene europäische Institutionen, um überhaupt gelesen zu werden. Ja, weil Vorschläge und Konzepte und Opinion Pieces und so weiter gibt es zig. Ja, alle möglichen Leute sagen alles Mögliche, aber gehört, ja, wird nur ganz weniges. Gehört im Sinne von nicht nur als Hintergrundrauschen, sondern als echte analytische Information. Also achte ich da sehr drauf, wer liest das, wer meldet sich zurück, wer sagt, ich habe das wahrgenommen. Und da würde ich erstmal sagen, wir sind durchaus durchgedrungen in das, was hier, sagen wir mal, auf Ministeriumsebene in Deutschland, auf Kommissionsebene Europa, auch beim Europäischen Parlament, so die Türsteher sind. Ja, die kennt man nach einer Weile. Es gibt so verteilende Personen, die eine besondere Bedeutung haben, die vielleicht Berichterstatter sind in bestimmten Ausschüssen und so weiter. Und die versuchen wir zu erreichen und mit denen auch ins Gespräch zu kommen. Da haben wir sehr gute Rückmeldungen. Wir haben auch Rückmeldungen von der Presse. Also darüber berichtet hat die FT zum Beispiel, die FAZ, was sozusagen Medien sind, die in diesem Bereich eine große Rolle spielen. Aber dass wir schon den großen, dass alle Welt sagt, das ist es, das würde ich sagen, haben wir noch nicht erreicht. Denn das, was wir eigentlich wollen, ist, ich würde mal sagen, eine Änderung des grundsätzlichen Nachdenkens über Finanzarchitektur, über Hilfearchitektur oder Hilfeleistung in einer Finanzkrise. Und da ist es völlig eingeübt, Standard. Die Institutionen sind darauf eingestellt, das alles in Kreditform zu sehen und sich mit den Eigenkapitalformen nicht so leicht beschäftigen zu wollen, identifizieren zu können. Man sieht viele Unwägbarkeiten darin, da sind ja Risiken dabei. Aber genau das ist es ja, was von dem wir glauben, dass es die langfristigen Stabilitätswirkung eben hat. Also kurz. Ja, und das ist gerade der Charme des Vorschlags, ne? Also das will ich von meiner Seite nochmal betonen. Es ist ganz interessant, ganz am Anfang gab es schon von einer Reihe von Wirtschaftswissenschaftlern einen Vorschlag, der hat eben Kredite und Eigenmittel vorgeschlagen. Und auf politischer Seite sind eigentlich dann nur die Kreditseite ist aufgegriffen worden. Da gibt es so eine Schieflage in der Wahrnehmung, dass man meint, dass Kredite eine Hilfe sind. Und die sind aber eigentlich häufig nur kurzfristig eine Hilfe und dann fällt es einem doch auf die Füße. Und ich glaube, das muss man jetzt noch im politischen Raum wirklich rüberbringen. Ja, und es kommt noch was dazu. Ein Kredit ist sowas wie, ich gebe was, aber du musst es mir zurückgeben. Sozusagen uno acte. Mit dem Kredit ist immer die Rückzahlung klar. Bei einer Beteiligung sieht man gar nicht, wo ist denn die Rückzahlung da? Der kriegt doch was und muss nichts zurückzahlen. Natürlich, wenn ich die Beteiligung klug baue, dann ist das, was ich daraus zurückbekomme,
ebenfalls genug, um diese Zahlung zu rechtfertigen. Ja, da kommen ja die Aktienkurse her, wenn ich mal an Aktienmärkte denke. Das ist ja genau die Rückzahlung, die eben den Wert sogar steigert. Also das ist aber, da gehört ein gewisses Vertrauen rein, dass wir auch in Unternehmen investieren, die auch weiterhin am Markt aktiv sein werden. Da setzen gerade ein paar Fragen an. Welche Kontrollmöglichkeiten hätte dieser Fonds bezüglich der Abführung analog zu Steuern, wo doch an der Stelle schon bei Steuern viel verschleiert werden kann? Setzt die Partizipation der Gesellschaft über Ertragssteuern nicht ein funktionierendes Steuersystem voraus, das heißt eines ohne Steuerflucht? Das Modell ist sehr interessant, weil es die produktive Substanz der Unternehmen bewahrt. Es hat aber einen starken Anreiz zur Steuervermeidung oder eben, ich würde sagen, der Vermeidung dieses Zuschlages auf die Steuerbemessungsgrundlage. Das würde doch auch mindestens einfordern, dass die Steueroasen in Europa geschlossen werden. Ja, also da sind viele interessante Überlegungen drin, mit denen man sich sozusagen, wenn man das Ding umsetzt, dann im Detail tatsächlich auseinandersetzen muss. Ich sage erstmal das erste Thema, was einem sofort einfällt, ist, wenn ich für eine bestimmte Zahl von Jahren diese Mehrsteuer, sage ich mal, akzeptieren muss als Unternehmen, hätte ich ja sofort einen Anreiz, meine Gewinne durch, sagen wir mal, Rechnungswesen, Regeln in die Zukunft zu verschieben und dann Steuern erst zu zahlen, wenn der Staat wieder weg ist, sozusagen. Nicht der Staat, wenn der Fonds wieder weg ist mit seiner Forderung. Deshalb ist unser Vorschlag folgendermaßen gestaltet. Wir sagen, die Beteiligung währt immer. Also durch Verlagerung komme ich da nicht raus. Es wäre denn, ich ziehe die Option, die Möglichkeit, vorzeitig mich rauszukaufen als Unternehmen. Also, unser Vorschlag sieht vor, dass ich nach einer gewissen Zahl von Jahren, ich sage jetzt einfach mal eine gegriffene Zahl, 5 Jahre, nach 5 Jahren, nachdem diese Krise erst einmal vorüber ist, nach 5 Jahren darf ich erstmalig nicht mehr weiter diese Steuer zahlen, sondern kann gegen die Zahlung eines Geldbetrages mich von der Forderung befreien. Das wäre natürlich, wird der Geldbetrag hoch angesetzt sein, weil das nur die Unternehmen tun werden, die eigentlich sehr profitabel sind. Und das stellt sowohl die Gewinnseite, die Gewinnerwartung des Fonds dar, wie auch den Anreiz des Unternehmens, seine Gewinne nicht zu verstecken. Es kann sie im Prinzip nicht verstecken auf die Weise, weil es sonst immer weiter in die Zukunft seine Gewinnrealisation hinauszögern müsste. Das können die Eigentümer auch nicht wollen, denn die kommen ja auch nicht dran. Also ich stelle mich ja, in der Fonds stellt sich gleich mit den Eigentümern. Ja? Und wenn die Eigentümer nicht andere Wege finden, die Gewinne aus dem Unternehmen zu ziehen, ohne dass das sozusagen zu einer Gewinnsteuer führt, dann bin ich hier sozusagen mit den Eigentümern gleichgestellt. Jetzt die anderen Wege, die es natürlich auch geben kann, führen zum Beispiel dazu, dass wir schreiben, die ganz winzigen Unternehmen, die Ein-Personen-Unternehmen, können mit so einem Modell nicht gut erreicht werden. Warum? Weil in einem Ein-Personen-Unternehmen der oder die Unternehmerin sich ja immer ein hohes Gehalt zahlen kann, das genau den Gewinnbetrag ausmacht. Und dann würde man sozusagen, hätte man keine Handhabe, einen Teilhaber auch noch auszuzahlen. Ja, also diese Möglichkeit der Umgehung müssen studiert werden und entsprechend auch eine Einschränkung, wer überhaupt da mitmachen kann. Wir denken, wenn ich eine Mehrzahl von Mitarbeitern habe, sagen wir mal 10 Mitarbeiter und mehr, dann habe ich so eine Verfasstheit als Unternehmen, bei der diese Art des schnell aus dem, also bewusst in die Insolvenz gehen und sich neu gründen, nicht mehr in Frage kommt und damit die Stabilitätsvoraussetzung geschaffen ist, um sich an dem Gewinn zu beteiligen. Dankeschön. Es gibt noch ein paar Fragen so zu der Ausgestaltung. Fragt, führt der Aufschlag auf die Ertragssteuer zur Senkung des Eigenkapitals des Fonds? Nein, also vielleicht sollte ich nochmal erzählen, wie das gedacht ist. Ja. Der Fonds steht ja außerhalb der gesamten der Unternehmenslandschaft, ist ein eigener Vermögen, ein Vermögenswert, sozusagen ein eigener Fonds. Der wird
beteiligt sich ja an den Gewinnsteuern sozusagen, die die Unternehmen zahlen. Die werden an ihn abgeführt. Das heißt, er wächst, wenn höhere Steuern gezahlt werden. Und damit ist natürlich das Unternehmen höher belastet, aber eben nur in den Zeiten, in den Situationen, wo es selber erfolgreich ist und seine Eigenkapitalgeber auch bedienen kann. Ja, also wir haben da natürlich die Eigentümer, wenn sie erfolgreich sind, würden lieber keinen Fonds als Beteiligten haben, weil sie dann mehr an sich ausschütten könnten. Aber sie wissen ja vorher, wenn sie sich darauf einlassen, dieses Geld anzunehmen, noch nicht, ob sie überhaupt aus der Krise gut rauskommen. Und das ist ja genau die Unsicherheit, in der wir uns heute befinden, ja, die dadurch sozusagen in einen fairen Tausch gebracht wird. Hm. Ich kriege heute die Durchfinanzierung, mein Leverage, meine Verschuldung steigt nicht, aber im Gegenzug, wenn es mir wieder gut geht, muss ich dann auch zurückzahlen. Günther Mario Gunzelmann fragt, was passiert, wenn ein Unternehmen das Geld erhalten hat, nach der Krise pleite geht? Dann hat der Fonds das Geld verloren. Das ist eine Hergabe von Geld, bei der die Rückzahlung, wenn ich sie mal so nennen will, nur für den Fall einer positiven Nachkrisenentwicklung vorgesehen ist. Das ist genau das, was das Geld zu Eigenkapital macht. Ja, im Falle eines, wäre das ein Kredit und das Unternehmen kommt nicht wieder hoch, dann würde dieser Kredit sozusagen in die Insolvenzmasse als Forderung mit eingehen. Hätte aber im Übrigen das Unternehmen auch nicht flott machen. Ja, also die Situation ist gar nicht so unähnlich in der Krise, in der Insolvenz selber. Aber wir lassen in der Insolvenz überhaupt keine Rückzahlung zu. Das geht dann an andere Gläubiger sozusagen, das Geld. Und hat deswegen in der Krise hat das ganze Programm einen eigenkapitalähnlichen Charakter. Ja, die Firma, wenn hier Leute sind, die sich mit Buchungssätzen auskennen, ja, die würden sagen, ein solcher Transfer wird gebucht, Kasse an Eigenkapital. Das Unternehmen kriegt Geld in die Kasse, auf der Aktivseite und auf der Passivseite erhöht sich Eigenkapital. Und das ist der gewünschte Effekt. Ja, und ich glaube, das beantwortet auch die Frage von, was ist der wesentliche Unterschied zur bekannten Kreditvergabe? Unternehmen bekommen Geld, zahlen es im Erfolgsfall zurück, ansonsten sehe ich keinen Unterschied, schreibt er. Ich glaube, der Unterschied ist eben gerade in der schwierigen Phase, wenn das Unternehmen vielleicht gerade so die Gehälter zahlen kann, muss es keine Zinsen zahlen. Und beim Kredit müsste es eben Zinsen zahlen. Und damit wird doch genau diese Belastung in einer schwierigen Phase verhindert, die bei den Krediten eben droht und damit auch die Verschärfung in Richtung einer möglichen Bankenkrise. Ja, und vielleicht, das ist ein guter Punkt, ich kann noch einen draufsatteln sozusagen. Ja. Wenn das Unternehmen einen Kredit in einer schwierigen Situation bekommt, seine Schulden hochfährt, ist es sehr wahrscheinlich oder gut möglich, dass nach der Krise dasselbe Unternehmen sich zweimal fragt, ob es nochmal eine Neuinvestition macht. Selbst wenn diese Investition eigentlich erfolgreich zu werden verspricht, also sozusagen finanzökonomisch gesprochen einen positiven Barwert hat, weil die damit generierten Erträge eben nur an die Kreditgeber fließen und nicht an die Eigentümer. Ja, wir nennen das einen Schuldenüberhang. Das stand auch auf einer der Folien. Der Schuldenüberhang ist das Problem, dass das Unternehmen nicht mehr effizient nach der Krise weiter investiert, Leute einstellt oder Mitarbeiter behält, sondern eher sagt, es lohnt sich für mich als Eigentümer jetzt gar nicht mehr. Ich bin so hoch verschuldet. Alles, was das Unternehmen noch leistet, geht ja nur an die Banken und an die Gläubiger. Ich ziehe mich selber aus meinem Betrieb zurück sozusagen. Und das wollen wir natürlich auch verhindern. Fragt, ich vermute, Ihr Konzept hilft den Eigentümern, den Aktionären und der oberen Firmenspitze. Hilft es denn auch den einfachen Angestellten, die bleiben gegebenenfalls in der Kurzarbeit und an der Zukunftssorge hängen? Naja, also es hilft insofern, als Betriebe, die unter dem Kreditszenario in Konkurs gehen, in diesem Szenario nicht in Konkurs gehen. Ja, und unter dem Eigenkapitalinstrument würden sie weiter existieren. Es würde weiter investiert werden und in dem Kreditszenario würden sie ausscheiden. Und damit ist natürlich auch verbunden, dass in dem einen Szenario Arbeitsplätze erhalten bleiben, im anderen verschwinden. Das ist sozusagen wäre meine indirekte Antwort. Aber an den Gehältern der Mitarbeiter ändert sich natürlich durch diese Regel erstmal nichts. Da haben wir in Deutschland ja sehr gute Sicherungsmechanismen über die Kurzarbeitsgeldregelung.
Also ich verstehe euren Vorschlag ja auch in Ergänzung zu den Kurzarbeitsregelungen und nicht als Ersatz dafür. So ist es, genau. Das ist genau. Also, wir kümmern uns gar nicht um diese Schiene, sondern sagen, es geht um die, meine alle Rettungsprogramme, über die wir jetzt reden, gehen ja nur über Kredite an die Unternehmen, die damit machen, was sie wollen letztendlich, was sie für richtig empfinden. Und das machen wir ja nicht anders. Wir geben die gleichen Gelder, nur wir geben sie in einer Form, in der sich die Verschuldung nicht weiter erhöht und damit ihre, die Investitionsüberlegungen der Firmenleitung eine andere sein werden. Es gibt eine Diskussion jetzt bei der Lufthansa über die Frage, soll der Staat da irgendwie Kontrolle ausüben? Schickt der Aktionäre in den Aufsichtsrat? In die Richtung gehen auch zwei Fragen hier. Fragt Professor Bofinger, warnt zum Beispiel vor unternehmerischer Staatsbeteiligung. Geht eigenkapitalähnliche Beteiligung wirklich ohne unternehmerischen Einfluss? Fragt, welcher demokratischen Kontrolle unterliegt denn der Fonds? Das führt uns ja auf den Punkt, dass normalerweise vielleicht deswegen auch die Staaten die Kreditvergabe lieber haben, weil Eigenkapitalinstrumente ja in der Regel, weil sie einer größeren Unsicherheit unterliegen, auch stärkere Kontrollmöglichkeiten mit sich bringen. Also ein Aktionär kann eben auf eine Hauptversammlung gehen und da mitbestimmen und wenn er ein großes Paket hat, jemanden in den Aufsichtsrat entsenden. Das kann der Kreditgebende, die kreditgebende Bank nicht. Also wie stark muss da dann dieser Fonds in den Unternehmen reingehen und wie stark muss man befürchten, dass vielleicht auch nicht nur immer in gutem Sinne der Staat dann auch einzelne Unternehmen hat und wie muss man damit umgehen, wenn der Staat plötzlich in verschiedenen Unternehmen beteiligt ist, die vielleicht im Wettbewerb miteinander stehen und dann auch aufpassen muss, ob er da vielleicht das eine mit vor dem anderen begünstigt mit bestimmten Bedingungen. Ja, wunderbare Frage. Also erst einmal, ich bin auch der Meinung, dass der Staat sich nicht beteiligen sollte in aktiven Form an Entscheidungsprozessen, weil er da in unglaubliche Konflikte hineinkommt. Jetzt gerade ist schon angesprochen worden, der Wettbewerb. Ja, wir können das am besten bei Großunternehmen diskutieren. Ja, wenn wir uns bei Lufthansa mit der Deutschland beteiligt sich da dran und nimmt seine Stimmrechte wahr, will im Aufsichtsrat sitzen. Das haben sie ja bei der Commerzbank zum Beispiel so gemacht. Da kommt man unweigerlich in eine Rolle hinein als Staat, die man sich in einer Marktwirtschaft nicht wünscht. Dazu gehört zum einen, dass man sich plötzlich gegen die Konkurrenten positioniert mit seinen eigenen Entscheidungen, die man da mitträgt. Und es kommt zweitens dazu, dass wenn ich als Eigentümer mitdiskutiere und mitentscheide, etwas zu tun und etwas anderes zu lassen, ich in gewisser Weise auch eine Mitverantwortung für Erfolg und Misserfolg trage. Also ich kann hier schlecht sagen, ich bin da jahrelang im Aufsichtsrat, das Unternehmen macht eine schlechte Geschäftspolitik, da ziehe ich mich jetzt zurück. Ich habe sie ja selbst mit verbrochen, wenn man so will. Also da kommt eine mit weiter über den Kapitaleinsatz hinausgehende Verantwortung hinzu, die man gar nicht haben will in so einem Unternehmen. In unserem Vorschlag, der sich ja an SMEs, also an KMUs, an kleine und mittlere Unternehmen richtet, ist deshalb auch überhaupt nicht davon die Rede, dass hier ein Mitwirkungsrecht sich mit dem Eigenkapital-ähnlichen Instrument ergibt. Deswegen heißt das auch nur Eigenkapital-ähnlich, denn was wir im Grunde nachbauen mit unserem Modell, ist der Zahlungsstrom, der mit einem Eigenkapitaltitel verbunden ist. Ich gebe Geld rein, dadurch werde ich Teilhaber und als Teilhaber kriege ich Dividenden. Und das ist in unserem Modell genau auch der Fall. Eigentumsentscheidungsrechte sind dann nicht vorgesehen, denn die zu verwalten und bei denen nicht in kartellähnliche Strukturen zu kommen, bei der Art, wie dieses Programm jetzt aufgelegt ist, ist praktisch unmöglich. Das müsste man unbedingt vermeiden. Deswegen auch der Fokus auf kleine und mittlere Unternehmen, weil möglicherweise bei einem Großunternehmen wie Lufthansa die Frage auch anders ist. Ich habe immer so verstanden, nicht, dass die Aktionäre, Aufsichtsräte da reingeschickt werden, um jetzt im Detail die Unternehmenspolitik zu gestalten, aber um sicherzustellen, dass das Unternehmen nicht Geschäfte zulasten des Staates macht. Also sozusagen als Absicherung und bestimmte Kontrolle, so wie es ja auch Konstruktionen gibt im Rohstoffsektor, wo man sagt, bei großen Monopolisten im Rohstoffsektor soll der Staat einfach eine Minderheitsbeteiligung haben, nicht um Einfluss auf viele Entscheidungen zu nehmen, sondern um sicherzustellen, dass da nicht getrickst wird
und dass es da sauber zugeht, weil eben bestimmte Sachen auch anfällig sind. Und ich hätte jetzt Ihren Vorschlag so verstanden, dass euren Vorschlag, dass ihr sagt, dass deswegen KMU, da macht der Staat keine Beteiligung, aber bei großen Unternehmen muss man auch anders mit umgehen. Ja, bei großen Unternehmen haben wir uns gesagt, als wir da anfingen, drüber nachzudenken, das ist eine sehr politische Sache ohnehin. Ja, also dann wird dann bei so einer Lufthansa zum Beispiel, dann geht es dann um die Frage, einen National Champion oder einen European Champion zu haben. Da kommen Interessen zu Fragen, die mit unserem in dem Sinne schlichten Finanzmodell nicht gut einfangbar sind. Und da wollten wir, in die Diskussion wollten wir uns lieber nicht reinhängen. Strukturell würde die Idee aber auch bei großen Unternehmen natürlich passen. Auch da wollen wir nicht weiteren Schuldenaufbau in der Krise, sondern wir wollen Eigenkapitalstärkung. Vielleicht kann man noch eins mal erinnern, als die Finanzkrise in Amerika und Europa ihre Opfer forderte 2008, haben ja die Amerikaner ganz anders reagiert als die Europäer. Die hatten nämlich damals ihren Banken allesamt, ihren großen Banken, allesamt, ich kann noch mal fast sagen, gewalttätig Eigenkapital gegeben und nicht Fremdkapital. Und mit dem Eigenkapital, das war das sogenannte TARP-Programm, Gerhard Schick wird sich noch erinnern, hat man die Banken in kurzer Zeit sozusagen rekapitalisiert und hat nach einigen Jahren die Rückzahlung dieses, also ein Verkauf dieser Anteilstitel durchgesetzt. Der amerikanische Staat hat damals einen großen Gewinn gemacht mit diesen Transaktionen. Ja, das TARP-Programm ist eingegangen in die Geschichtsbücher, sage ich mal, als ein sehr aggressiver Versuch, die Kapitalisierung der Banken zu stärken. Etwas, was man in Europa eben nicht gemacht hat. Da hat man eher versucht, sozusagen hinhaltend die Gläubiger zu retten und nicht selber Aktionär zu werden für eine Zeit. Ein bisschen hat diese Erfahrung sicherlich bei unserem Modell auch Pate gestanden, aber natürlich jetzt angepasst auf die andere Problemlage. Wir reden nicht über die Bankenrettung, wir reden über die Firmenrettung, aber indirekt werden wir damit auch die Bankenkrise zumindest unwahrscheinlicher machen. Wir haben noch eine Reihe von Fragen zum Thema, wie werden eigentlich die Unternehmen ausgewählt, denen da geholfen wird. Ich lese einfach vor, die gehen in eine ähnliche Richtung, aber mit jeweils unterschiedlicher Schwerpunktsetzung. Fragt, wie soll sichergestellt werden, dass die Auswahl der geförderten Unternehmen aus dem EPEF nach den erwähnten Qualitätsprüfungen und nicht nach politischen Kriterien geschieht? Fragt, wer sortiert KMU-Pleitekandidaten aus und wie werden Mitnahmeeffekte vermieden? Fragt, wenn nicht Gießkanne, welcher Maßstab zur Auswahl der Unternehmen? Siehe Lufthansa Automobilindustrie. Fragt, wer entscheidet, ob ein Unternehmen das Geld erhält? Ja, also das sind natürlich ganz wichtige Umsetzungsfragen. Wie kann man so einen Prozess machen? Ich kann mir so einen idealtypischen Prozess skizzieren, wie ich ihn mir hier für Deutschland vorstellen würde. Da würde ich mir vorstellen, dass unser Förderbankennetz zusammen mit den Hausbanken der Firmen diese Entscheidungen trifft. Und wie wir das umsetzen, wir werden vermutlich eine gewisse Beteiligung dieses Bankensektors dabei einführen müssen, so ähnlich wie das bei den KfW-Programmen zum Beispiel auch der Fall ist. Und wir wissen, dass es eine sehr gute Informationslage im Bankensektor über die KMUs gibt, denn fast jedes Unternehmen, das hier Fördermittel haben können wollte, ist in irgendeiner Form mit einer Bank, meistens mit mehreren Banken verknüpft. Und wir können also auf diese Weise eine Einschätzung der Qualität des Unternehmens zumindest vor der Krise in einer recht unverzerrten Form erhalten. Ja, und das ist sozusagen, also was in 2019, als die Krise noch gar nicht da war, das Kriterium war. Das ist schon mal eine sehr gute Vorauswahl von den Firmen, die dort in den sogenannten internen Ratings, die die Banken für ihre Firmen anfertigen, über einem Mindestwert liegen. Ja, diese internen Ratings sind nach der letzten Finanzkrise bankenweit relativ stark vereinheitlicht worden und haben also ein einheitliches Bewertungsmuster und sind von den Bankaufsichten
abgenommen worden, strukturell nicht in der Information, sondern in der Art, wie sie vorgehen und stellen eigentlich das Beste dar, was wir an Informationen über diese Unternehmen, über die es viele veröffentlichte Informationen ja gar nicht gibt, weil die als KMUs ja in der Regel nicht irgendwie börsennotiert sind und damit sehr starke Veröffentlichungspflichten haben. Und diese Informationen müssen aktiviert werden. Das heißt, man kann es nicht außerhalb des Bankensektors machen, der wird da eine Rolle spielen. So funktionieren übrigens alle Kreditprogramme heute auch, alle Förderprogramme, die ja die Konkurrenz wären, ja, also Kreditvergabe statt Eigenkapital, du nutzt genau diese Kanäle, die können wir hier auch nutzen. Ja, das wäre jedenfalls die Vorstellung, das zu tun. Und das ist, wird damit, da sind natürlich eigene Probleme mit verbunden, wie mit allen Problemen, mit allen Programmen gibt es da Mitnahmeeffekte. Ich denke, Mitnahmeeffekte wird es geben. Ja, damit muss man bei so einem Programm rechnen. Und man kann eben nur durch genaue Beobachtung dieser Firmenqualität davon versuchen, auf die Firmen sich zu konzentrieren, die in 2019 einen guten Ausblick hatten und für die der Schock sozusagen eine Unterbrechung ist, und muss zusätzlich die Firmen ins Auge fassen, bei denen der technologische Wandel durch die Krise vielleicht schlagend werden könnte. Ja, also es ist wie eine Würdigkeitsprüfung, eine Beteiligungswürdigkeitsprüfung, möchte ich das mal nennen, die da gemacht wird und die bei der Entscheidung, wer kriegt dieses Geld, eine Rolle spielt. Wir sind schon am Ende der Zeit. Ich will dir noch eine Frage zum Schluss stellen, sozusagen Compliance-mäßig. Fragt, lieber Herr Kranen, wie wird denn die Leibniz-Gemeinschaft finanziert? Ist das Institut ein gesundes Unternehmen? Ja, wir sind natürlich als Leibniz-Institut vollständig, im Moment noch vollständig, weil wir gerade anfangen, aus Bund- und Ländermitteln finanziert, also aus Steuergeldern finanziert, und haben deshalb eine sehr komfortable Situation. Wir haben also keine Existenzsorgen, jedenfalls nicht momentan. Als Leibniz-Institut wird man alle 7 Jahre evaluiert und da wird entschieden, ob man weitere 7 Jahre existieren darf. Man muss also man wird leistungsmäßig berechnet, wird man getestet. Und wir werden im Laufe der Jahre auch sogenannte Drittmittel einsammeln, das heißt einen Teil unserer Kapazitäten über Fördergelder, etwa von der Europäischen Union oder von anderen deutschen Forschungsgemeinschaften oder Volkswagen Stiftung oder Ähnlichem, einsammeln für unsere Projekte, die wir haben und die natürlich dann immer nur temporär sind. Also da sind wir dann einen sehr harten Wettbewerb, insgesamt auch in einem harten Wettbewerb mit unserer Existenz ausgesetzt. Aber ihr müsstet jetzt nicht beim EFEP selber einen Antrag stellen? Nein. Wenn ich freizügig tätig sein würde, würde ich sagen, der Fonds würde existieren und nach den Vorschlägen, die wir machen, dann würde ich mich sicherlich versuchen, an so einem Fonds zu beteiligen. Ja, ich fände die Idee, man beteiligt sich an der zukünftigen Prosperität Europas, auch Südeuropas, für einen Teil meiner Spargelder eine gute Anlage. Das war jetzt eine Frage, die habe ich noch nicht gestellt, aber du sprichst es gerade an. Also die Idee ist ja auch, wenn also dieser Fonds sich sozusagen durch Anleihen refinanziert, dann könnten Bürger diese Anleihen auch kaufen und damit sozusagen einen finanziellen Beitrag, Sparkapital wurde auch herangezogen, um die Unternehmen aus der Krise zu holen. Das ist ja auch ein spannendes Element, das haben wir bisher noch nicht angesprochen. Ja, ich sage noch, wenn man das weiter durchdenkt, da habe ich ja gesagt, wir haben Eigenkapital und Fremdkapital im Fonds. Ja. Ist nicht auszuschließen, dass wir ganze Strips, also Eigen- und Fremdkapital, nach außen verkaufen. Okay. Also, undenkbar. Ich würde mich am Eigenkapital beteiligen, wenn ich es könnte. Alles klar. Aber nicht mit allem, was ich habe. Gut. Wir müssen zum Schluss kommen. Wir haben uns immer vorgenommen, eine Stunde Krisengespräch. Ganz herzlichen Dank dir, Jan. Vielen Dank für den Vortrag und auch für den guten Impuls, finde ich, für die Debatte, wie man jetzt rettet. Es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass das nicht eben in einer neuen Schuldenproblematik alles mündet. Ich möchte jetzt zum Schluss zum einen um Verständnis bitten. Ich habe versucht, möglichst viele Fragen aufzugreifen, aber ich habe es natürlich nicht geschafft, alle Fragen aufzugreifen. Das lässt sich nicht ganz vermeiden. Ich hoffe, dass es trotzdem insgesamt das Konzept gut deutlich geworden ist. Und ich möchte dem Team danken für die Vorbereitung. Und ich möchte hinweisen auf das nächste Webinar, was wir am 26. Mai mit Jürgen Kaiser machen. Da geht es um eine Dimension,
die wir bisher in den Krisengesprächen noch nicht gehabt haben und die auch in der Öffentlichkeit häufig zu kurz kommt, weil wir jetzt sehr stark so auf unser eigenes schauen, droht eine neue Schuldenkrise in den Entwicklungs- und Schwellenländern. Denn auch da ist die Gefahr, dass eben vielleicht nicht unmittelbar morgen, aber doch in einigen Monaten die jetzige Kreditaufnahme und das Einbrechen der Wirtschaftsleistung, der Steuereinnahmen zu großen neuen Problemen führt. Herzliche Einladung dazu. Der Link findet sich im Chat und später auch auf unseren Kanälen. Vielen Dank und allen einen schönen Abend.